Wir beginnen mit einer Musik. Auf die einen Ereignisse muss man sich sehr präzise vorbereiten, zum Beispiel auf eine Gerichtsverhandlung. Und auf andere Ereignisse kann man sich überhaupt nicht vorbereiten. Zum Beispiel dieses hier, darauf konnte ich mich nicht vorbereiten. Im April, glaube ich, Anfangs April, hat der Martin und der Roman mir geschrieben und gefragt, ob ich da bei diesem Buch mitmachen würde und mir dann von diesem Kongress erzählt und dass der schon mehrmals stattgefunden habe. Und ich habe gemerkt, ja, das ist etwas Neues, damit bin ich noch nie in Berührung gekommen, eine neue Bewegung, eine neue Gruppe. Ich weiß nicht, was ich da treffen werde, darauf kann ich mich nicht vorbereiten. Ich müsste es zuerst spüren können. Natürlich gab es dann eine Geschichte, wie immer, es kommt eine Anfrage und dann entsteht daraus eine Geschichte und die habe ich dann sehr aufmerksam verfolgt, um möglichst viel mitzukriegen. Was ist denn das? Wohin werde ich da gerufen? Soll ich überhaupt dahin gehen? Ich habe auch ab und zu von jemandem etwas gehört, der da schon einen Kontakt hatte oder so. Zum Beispiel, dass sich da halb erleuchtete treffen und fast erleuchteten zuhören. Und dass die fast Erleuchteten dann zusammen streiten, wer mehr erleuchtet ist als der andere. Und da dachte ich, ja, soll ich da wirklich hingehen? Ja, ich bin auf jeden Fall gekommen. Überlegt habe ich mir dann schon, ja, was könnte ich denn, was könnten wir? Ich habe dann auch gesagt, ich mache das meist mit Daniel zusammen, was könnten wir denn da? Und der stärkste Impuls war eigentlich, wir setzen uns dahin und sagen gar nichts. Bei all dem Geschwätz, das die Welt füllt und all dem Stress, wäre das sicher sehr wohltuend. Es hat dann nicht angehalten, bis wir gekommen sind, sodass ich jetzt trotzdem auf jeden Fall mal etwas sage. Ich bin davon ausgegangen, dass ich da auf etwas Lebendiges treffe. Und auf etwas Lebendiges kann man sich nicht vorbereiten. Da muss man lebendig damit in Beziehung treten. Ja, wie könnte man denn das machen, lebendig, mit etwas Lebendigem in Beziehung treten? Dass es um Frieden geht, habe ich dann auch irgendwie mitbekommen, schon bei dem Artikel, den ich dafür das Buch schreiben musste. Aber warum und wieso, es wurde mir nicht so ganz klar. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, also wenn man in Beziehungen, wenn ein Zerwürfnis aufgekommen ist oder eine Distanz, und man will wieder Frieden herstellen, muss man meist damit anfangen, dass man den anderen in einen Streit verwickelt. Oder nicht? So kommt es allenfalls dann wieder zu Frieden. Also man beginnt ein Gespräch, man kommt wieder miteinander in Kontakt und das knallt dann zuerst. Und
oder so wie als Kinder haben wir das so gemacht, wenn wir unsere Verwandten besuchten und wir waren scheu und wir Kinder und die anderen Kinder dort auch. Und dann hat man sich versteckt und dann nach einer Weile ist man herausgekommen und hat sich verprügelt und am Abend wollte man nicht mehr nach Hause, weil man so tiefe Freundschaft gefunden hatte zueinander. Tja, dafür bin ich bekannt, dass ich streite. Ich weiß nicht recht warum, weil eigentlich bin ich nicht ein sehr streitsüchtiger Mensch, aber man wirft mir immer wieder vor, dass ich zu konfrontativ sei. Ich habe das viel rekapituliert, viel angeschaut, ob das stimmt, ob ich da irgendetwas Unverarbeitetes in mir habe und habe immer wieder gefunden, nein, es liegt an den Gegebenheiten. Die Gegebenheiten in der Welt sind praktisch überall im Moment so, dass man überall auf Tabus trifft, auf Verbote, auf Voreingenommenheiten und wenn man dann einfach die Wahrheit ausspricht wie ein Kind, dann wird das als Konfrontation empfunden. Und ich leide eigentlich eher darunter, dass man immer streiten muss zuerst, um allenfalls dann Frieden zu finden. Da habe ich natürlich auch gefragt heute, was muss ich denn heute jetzt hier vielleicht auch wieder streiten? Und ich merke, es liegt mir auf dem Magen, ich würde so gern etwas anderes. Eben still sein zum Beispiel. Ja, letztes Jahr habe ich auch zwei so Vorträge gehalten oder was das immer ist. Und dort habe ich es gemacht, so wie ich es oft gemacht habe. Ich habe den Vortrag damit begonnen, dass ich einfach die Geschichte erzählt habe, die dazu geführt hat, dass ich hier sitze. Weil das ist immer äußerst interessant. Es war auch diesmal sehr interessant, was da alles so läuft, hin und her und was man dann eben schon mitkriegt. Und wenn man das dann einfach auftischt und sagt, das habe ich erfahren, dann hat man meist denjenigen, der einem eingeladen hat, schon so beleidigt, dass er einem nie mehr reinlädt. Ja, vielleicht bin ich doch ein bisschen provokativ. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, das diesmal nicht zu machen. Roman, ich werde das nicht machen. Ich habe gesagt, diesmal streiten. Obwohl es da ganz interessante Bewegungen drin gab, die auch recht mysteriös waren. Aber pst, darüber reden wir nicht. Ja, dann habe ich das dann so hintümpeln lassen und gedacht, ja, es will mir dann schon etwas einfallen. Oder eben vielleicht auch nichts, dann machen wir das wirklich, wir schweigen einfach. Wäre schon schön, hä? Wäre schon auch schön. Da die letzten Tage war ich in einem Waldhaus, fast allein. Ich bin nie ganz allein, aber fast allein. Und da hatte ich einen Traum in der Nacht. Ich habe vor 2 Tagen mich nochmal gefragt, ja, was mache ich jetzt da dann in Berlin? Was wollen wir machen? Habe die Daniel auch gefragt. Und dann in der Nacht hatte ich einen Traum. Ich habe selten Träume und schon gar nicht wirklich prägnante, farbige, und das war ein ganz prägnanter, farbiger. Das muss schon etwas heißen, weil meist kommen die so flüchtig, farblos oder überhaupt nicht. Der Traum hatte eine Vorgeschichte, die ist, glaube ich, nicht wichtig, und dann gab es so einen entscheidenden Moment, an dem ich dann, aus dem heraus ich dann aufgewacht bin. Ich war mit einem anderen Mann, glaube ich, zusammen, jemanden, den ich gekannt habe, aber das hat weiter keine Rolle gespielt. Und wir wollten so von einer Höhe herunter in eine Stadt gehen, Berlin wahrscheinlich. Und
Wir haben dann runtergeschaut und dann oben da, wo wir standen, hatte es ein kleines Bächlein und daneben so einen Felsblock. Und dann bin ich zu diesem Felsblock gegangen, um da runterzuschauen. Und dann sah ich, auf dem Felsen liegen zwei Fische. Zwei kleinere, aber nicht ganz kleine, sehr farbige Fische. Der eine so in Blautönen, sehr schön, und der andere in Gelbtönen, auch sehr schön. Und sie haben... Sie waren am Verenden. Jemand hatte sie auf den Fels gelegt. Und ich war ein bisschen konsterniert und wusste gar nicht, was das jetzt soll und was das bedeutet. Und habe dann aber ziemlich schnell begriffen, ja, das war ein dummer Scherz von einem Kind oder ich weiß nicht was. Das hat diese Fische aus dem Bach genommen und die müssen wieder da rein. Dann habe ich dem Gelben so einen Schubs gegeben, der ist da reingefallen und der hat sich blitzschnell so weit erholt, dass er den Blauen retten wollte. Der Blaue, der war schon noch, also der war schon fast zu Ende. Und das hat er gemacht, indem er auf den Felsen gesprungen ist und mit den Lippen, mit seinen Lippen die Lippen des anderen gesucht hat. Und ihn versucht hat, mit den Lippen da runterzuziehen ins Nass. Und seine Augen waren sehr eindrücklich dabei. Irgendwie habe ich da wahrscheinlich etwas Menschliches darauf projiziert, oder vielleicht können Fische auch solche Empfindungen haben. Auf jeden Fall war aus seinen Augen ein totales Mitgefühl zu sehen. Ich rette dich. Ja, und ich weiß nicht, ob ihm das gelungen wäre. Auf jeden Fall habe ich dann den Blauen auch reingeschubst. Und dann saßen sie dann da oder lagen, die konnten noch nicht weg, sie waren ganz erschöpft, so nebeneinander. Diese Innigkeit war zwischen ihnen und der Gelbe hat den Blauen immer wieder geküsst. Ja, das hat mich sehr berührt und ich bin dann aufgewacht und wusste unmittelbar, das ist die Antwort auf meine Frage, was ich eigentlich hier in Berlin heute mit euch hier soll. Und ich wusste auch ziemlich unmittelbar, ja, der Gelbe, das bin ich und der Blaue, das bist du. Weil wir fühlen uns oft so in der Welt wie Fische, die aus dem Wasser genommen wurden. Nicht in der richtigen Atmosphäre. So wie vorhin. Es wird nie wirklich still. Ich bin so erzogen worden, oder ich weiß nicht, habe ich mich selber so erzogen. Man beginnt erst zu reden, wenn alle zuhören. Aber das kriegt man nur in meinen Seminaren, sonst nirgends. Ja, eben die Atmosphäre ist nie so, dass man das Gefühl hat, für uns, man hat Luft oder für den Fisch, man hat Wasser, sondern man ist immer irgendwie nicht im Wasser, nicht in seinem Milieu. Man ist nicht in einem Milieu der Liebe, die von allen ausgeht. Die Liebe ist natürlich immer überall da, der Frieden ist immer überall da, aber von den Menschen, also heute Morgen diese Fahrt da durch die Stadt, in dem Stau oder schon diese Flughafengeschichten, unglaublich, wie wir Menschen leben. Nicht im richtigen Milieu. Ja, was haben mir die Fische gesagt? Unmittelbar war das dann da, das hat etwas zu tun, das ist die Botschaft, was ich hier dann soll. Ja, es geht um Frieden und was macht Sinn, wenn man sich mit Frieden befasst? Sinn macht
wenn wir zusammen ein friedliches Klima machen und wenn wir das dann in die Welt tragen, darüber zu reden in einem Klima von Unfrieden und so weiter, das hat alles keinen Sinn. Und ja, die Frage ist, wie kommt man zum Frieden? Zum Beispiel über Streiten. Man konfrontiert den anderen zuerst an der Stelle, wo er nicht ehrlich ist, wo er nicht wach ist. Es knallt und vielleicht öffnet er dann sein Herz und dann wird es wirklich friedlich. Ja, und die Frage war dann, wenn wir Frieden schaffen wollen, ja, wir können immer nur dort beginnen, wo wir gerade sind, also jetzt hier. Wir schaffen hier Frieden. Das ist wesentlich. Nicht, dass wir darüber reden oder gescheite Sachen sagen, sondern dass wir Frieden schaffen und das dann hinaustragen. Ja, die Frage ist jetzt, und darauf konnte ich mich eben nicht vorbereiten, was braucht es denn hier, damit wir in diese friedliche Atmosphäre kommen, in dieses Gemeinschaftsgefühl, würde ich auch sagen, das Pfingsterlebnis, wo der Geist über einen kommt und das Herz aufgeht, wo alle eins sind miteinander. Was braucht es da? Braucht es eben das, was ich muss da vorne sitzen und wieder denjenigen spielen, der die anderen verärgert? Braucht ihr das? Oder braucht es etwas ganz anderes? In der Welt, finde ich, vielerorts, wo ich hinkomme, braucht es im Moment etwas ganz anderes. Braucht nicht jemand, der vorne steht und den anderen sagt, wie es geht, sondern es braucht, dass man miteinander das schafft. Das war dann so das Gefühl, ah, das muss ich hierher bringen. Können wir das zusammen machen? Und ich weiß, wir geben ja Seminare und in den Seminaren ist es so, dass wir dann manchmal sagen, wir nennen das unstrukturiertes Zusammensein oder im Zusammenhang mit Tantra das neue Konzept und so, dass wir sagen, macht mal, was ihr wollt. Alle sind gleich verantwortlich, wir sind alle gleich. Wir kümmern uns gemeinsam darum, dass es stimmig ist, dass es gut ist, dass das Gemeinschaftsgefühl aufkommt, dass die Liebe da ist und so weiter. Wir kümmern uns darum. Und die Erfahrung, die man dann macht, ist, das ist die Hölle. Ist wie auf dem Flughafen oder auf der Autobahn. Entweder sind alle blockiert oder sie irren herum und machen das, worauf sie konditioniert sind, irgendwie dem Vergnügen nachgehen und der Einsamkeit aus dem Weg gehen. Irgend so etwas. Oder sie beginnen zu streiten, das ist schon besser. Zum Beispiel das letzte Mal haben gleich drei mit mir einen Streit darüber begonnen. Das ist ein Doppelbein. Du kannst nicht sagen, macht, was ihr wollt und das befehlen. Ja. Das ist wahr, aber jetzt will ich ja nicht die Geschichte da erzählen, wie ich hier zu sitzen komme. Aber es gab eine Geschichte unterwegs, die ich schreiben musste für dieses Buch. Ich habe gedacht, bevor wir dann uns dem zusammenstellen und schauen, ja, wie können wir das zusammen machen, lesen wir euch zum Auftakt mal diese Geschichte. Vielleicht kennt ihr sie schon, ich weiß nicht, habt ihr das Buch schon gelesen? Sie heißt, unsere neueste Droge heißt Kalaschnikow.
Unter vorgehaltener Hand und mit verschwörerischer Miene raunt einer dem anderen Psychonauten zu: Unsere neueste Droge heißt Kalaschnikow. Schluss mit den Friedensgesprächen, finden die bis anhin so passiv ergebenen Pazifisten, all die Friedensvertreter und Ekstatiker plötzlich: Greifen wir zu den Waffen. Wo Friedensgespräche nötig sind, da herrscht Krieg. Zum Glück, vielleicht vermittle ich hier keine Tatsache, dass die gesamten friedlich vor sich hin meditierenden Konsumenten schamanistischer Heilmittel plötzlich aufstehen und die Unterjochung unter eine lebens- und liebesfeindliche Zwangsmoral abschütteln könnten, entspricht lediglich meiner hoffnungsschwangeren oder hoffnungslosen Fantasie. Zum Glück? Oder ist es eher ein Pech, eine Tragik? Wäre es wirklich an der Zeit, dass alle friedliebenden Menschen militant würden, für eine bessere Welt aufstünden, gar zu den Waffen greifen würden? Wäre es Zeit für eine allgemeine Verweigerung der stillen, einsichtigen, für passiven Widerstand? Wäre es gar Zeit für einen Kampf? Arjuna wird in der Bhagavad Gita des indischen Mahabharata-Epos vom Gott Krishna aufgefordert, seine resignative und depressive Haltung abzuschütteln und sich dem vom Schicksal herbeigeführten Kampf mit seinen Blutsverwandten wie ein echter Herzenskrieger zu stellen. Wenn ein Kampf schicksalhaft notwendig wird, ist er zu führen, ist seine Haltung, der sich Arjuna schließlich anschließt und die ihn sich in der Folge siegreich durchsetzen lässt. Muss das Gute, das Richtige, das Stimmige durchgesetzt werden? Muss die Liebe es sich anmaßen, die Führung zu übernehmen? Muss man sich die Liebe überhaupt anmaßen? Hat deshalb die Dummheit, die Ignoranz, die Ungerechtigkeit und Gewalt überall in der Welt die Macht, weil die Weisen in ihrer versöhnlich nachsichtigen Haltung des meditativen Abwartens und des gottgleichen allem still Zuschauens tatsächlich feige, schwach, nachlässig und faul sind? Oder würde ihr Aufstehen nur weitere, niemals endende Konflikte erzeugen, was sie in ihrer Weisheit erkennen und darum durch stilles Ertragen zu minimieren versuchen? Wann ist Handlung angesagt und wann Abwarten und Stillsein? Eine der am schwierigsten zu beantwortenden Fragen, sowohl im Großen als auch im Kleinen für uns Menschen, stellte bereits Krishnamurti seinerzeit fest. Ein ewiges Dilemma für den reifen Menschen, den freien Geist. Sicher gibt es keine generelle Lösung für ein solches Dilemma. Eine solche würde Freiheit und Alleinstehen, die Grundbedingungen für jedes hilfreiche Handeln, ausschließen. Jeder Einzelne ist mit dieser Auseinandersetzung allein. Liebe und tue, was du willst, soll bereits Augustinus uns Menschen empfohlen haben. Nur die Liebe kann tun, was sie will, und es wird immer das Gute daraus kommen, hat Krishnamurti präzisiert. Liegt darin die Lösung? Hat jeder Einzelne zuerst die Liebe in seinem Innern zu finden, bevor er überhaupt nutzbringend handeln kann?
ist es deshalb tatsächlich hilfreich, zumindest zuerst die Stille zu suchen und alles äußere Tun zu vermeiden, bevor dieses Allerinnerste nicht gefunden ist. Führt uns das Erlernen von Nichttun zum richtigen Tun und kommt danach, nach dem langen Stillsein, wie ein Zen-Gleichnis es schön beschreibt, der Gang auf den Marktplatz, um sich in dieser Haltung der Liebe zu zeigen, diese zu vertreten. Und wird diese freie, emergente, selbstorganisatorische Energie sich aus sich heraus richtig und stimmig äußern, sobald sie in uns die Führung übernehmen darf. Auch im Kollektiv, als Group of All Leaders, kann man sich darauf verlassen, dass sie in jedem Moment herausfinden und entdecken wird, was zu tun ist. Allenfalls sogar zuzuschlagen, zur Kalaschnikow zu greifen, wenn es unumgänglich wird. Kann man kein Rezept daraus machen, sondern braucht es genau diese mutige Haltung der Herzensenergie, eine Zivilcourage, die ganz allein stehen kann, um in jeder Situation das Richtige zu vollbringen. Braucht es den Mut, sich der Liebe ganz zu ergeben, den Willen, die Angst und Feigheit, die diese in uns nicht zulassen wollen, zu überwinden? Entsteht das Dilemma und die Verweigerung um diese Frage vielleicht lediglich, weil wir nicht differenzieren, wann denn Stillsein, wann passives Widerstehen und wann allenfalls militantes Durchgreifen notwendig sind? Weil wir in unserer Blindheit nicht sehen, dass jede Herausforderung ihre eigene Antwort braucht? Wird uns die Liebe sehend machen? Geht es gar nicht darum zu entscheiden, ob Stillsein, Tun oder Verweigerung das Richtige, sondern wann sie denn das Richtige sind? Entsteht das Dilemma, weil wir ängstlich und feige sind, uns gar nicht zugestehen würden, in dieser Macht der Entscheidung, der Macht der Liebe und des Alleinverantwortlichseins über allen Gesetzen zu stehen? Finden wir die Liebe in uns, die sich vor falscher Autorität nicht beugen wird, vor Machtgefügen, die das Falsche, die Nichtliebe vertreten? Finden wir die Liebe in uns, die allenfalls Verfolgung und Ächtung, vielleicht gar den Tod, das Kreuz in Kauf nehmen wird, weil sie dem Falschen widerstehen muss? Finden wir diese Kraft in uns, die letztlich stärker ist als alle Macht, weil sie dem höchsten Prinzip, dem obersten Gesetz im Universum untersteht? Sind wir bereit, ihr zu folgen, das Schicksal, das sie uns zuordnet, zu tragen, auch wenn es ein herausforderndes oder schwieriges sein wird? Sind wir bereit, den Platz, denn diese über allem stehende Kraft der Evolution, der Absicht des Universums uns zuordnet, einzunehmen? Fragen, lauter Fragen. Gibt es vielleicht gar keine Antworten auf solche essentiellen Fragen der Existenz? Sind es die Fragen, von genau denen wir uns leiten lassen sollen, die uns schließlich zum Guten und Hilfreichen führen? Sind wir bereit, alles zu hinterfragen, jedes Tabu zu durchbrechen? Stehen wir in diesen Fragen, diesem ernsthaften Forschen, diesem ewigen Untersuchen schließlich genau in derjenigen Unabhängigkeit, die in uns begründet sein muss, damit die Kraft der Liebe, die immer das Gute bewirkt, uns definitiv erfüllen kann? Jede Lebenssituation beinhaltet ihre eigene Wahrheit, eine generelle Wahrheit, welche der ängstliche,
auf Führung angewiesene Geist, der außerhalb der Liebe steht, sich anschließen könnte, gibt es nicht. Das wird immer zu Despotismus, zu Entgleisungen, zu Diktatur führen. Wahrheit ergibt sich aus dem Moment. Der Liebende kann sie in jedem Augenblick erkennen. Die Liebe in ihm kann sie erkennen. Ist in der einen Situation Stillhalten gefordert, braucht es in einer anderen das beherzte Hinstehen. Ist die Liebe auch endlos geduldig, wartet sie auch endlos ab und zögert vor jedem gewaltsamen Vorgehen, ist sie doch auch eine im positiven Sinne destruktive Kraft, die schließlich alles Hinderliche, alles Festgefahrene, alles, was nicht in Liebe ist, zerschlägt. Die Zeitqualität des ewigen Augenblicks offenbart dir ohne jeden Zweifel, wann es Zeit ist für eine Tempelreinigung, für einen Umsturz, für eine Revolution. Die Kraft der Liebe ist eine revolutionäre Kraft. Sie erneuert alles in Gewohnheit der Starte immer wieder in ewiges Jungsein hinein. Dies vollbringt sie zuerst und immer wieder im Innern des Einzelnen, der sich ihrer Wahrheit öffnet und stellt. Sie macht unseren Geist für immer wieder neu und unschuldig. Aber aus einem solchen Geist entlädt sie sich auch in die Welt, wenn es Zeit wird. Sie weiß, wann es Zeit wird, auch alle äußeren Strukturen der Verlogenheit zu zerstören. Sie schreckt nicht zurück davor, die Revolution des Innern auch nach außen zu tragen. Liebe ist Revolution, darum ist sie unerwünscht in der Welt der Mächtigen und der Respektabilität. Was in der einen Situation das Richtige ist, das, was unabdingbar zu tun ist, ist in einer anderen das Falsche. Nur die Unschuld der Liebe wird die Flexibilität haben, dies zu erkennen. Ein in Mustern erstarrter Geist wird der Wirklichkeit immer seine Konzepte überstülpen wollen und sie damit erneut vergewaltigen. Er bewegt sich von Irrtum zu Irrtum. Unsere neueste Droge heißt Kalaschnikow. Vielleicht wäre es wirklich an der Zeit, dass der Geist der Liebe, der über lange Zeit im Stillen herangereift ist, sich erhebt und den Wahnsinn, die emotionale Pest, wie Wilhelm Reich diesen genannt hat, der die Erde und die Menschheit beherrscht und beutelt, endlich hinwegfegt. Vielleicht ist es Zeit für die Herzensrevolution. Vielleicht hat die Kraft der Liebe in den stillen Psychonauten und anderen Friedensvertretern bald das kritische Maß erreicht, das notwendig ist, damit sie sich durchsetzen kann. Wir werden es wissen, wir werden es fühlen, nicht wahr, wenn es soweit sein wird. Vielleicht wird die Liebe, wenn es soweit ist, zu den Waffen greifen müssen, wie Arjuna. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht bedeutet wahrhaftiger Pazifismus nicht Frieden um jeden Preis, sondern ein Friedvollsein im Stimmigen zur richtigen Zeit. Ein friedvolles Herz im Stillhalten, wenn dieses angesagt ist. Ein friedvolles Sein im gewaltlosen Widerstand, wenn dieser gefordert ist. Eine friedvolle Kraft, die wie Arjuna auch das Schwert zu führen vermag, wenn Krieg ansteht. Wir werden es wissen. Wir werden es fühlen, nicht wahr? Vielleicht leben wir in einer anderen Zeit als Arjuna, einer anderen Zeitqualität. Vielleicht ist es Zeit, dass sich Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit und Schönheit einfach zeigen und mühelos durchsetzen, dass ihr Strahlen allein alles Ungute aus der Welt schaffen wird. Was wissen wir schon? Lassen wir es uns von der Liebe zeigen. Der Liebe, die in jedem einzelnen Moment sieht, was zu tun ist, wenn wir sie in uns zuzulassen verstehen. Vielleicht werden wir kämpfen müssen.
Krieg führen müssen mit friedlichen Herzen. Vielleicht ist es Zeit dafür. Alle Zeichen in der Welt deuten auf Gewalt hin, die kommen wird, die kommen muss. Wahrscheinlich wird der gesellschaftliche, politische Umbruch, der überall ansteht, nicht anders kommen können. Vielerorts hat es ja schon begonnen. Die Ausmarchung zwischen Arm und Reich, zwischen Macht und Ohnmacht, zwischen Dumm und Gescheit, zwischen Enge und Weite, zwischen Bewusstheit und Unbewusstheit. Wenn es so sein wird, werden wir die Entschlossenheit Arjunas brauchen, eine Beharrlichkeit, dunkle Zeiten mit reinem Herzen durchstehen zu können. Aber es wäre falsch, sich darin sicher zu sein. Es gibt auch Wunder, den plötzlichen, unerwarteten Umschwung. Vielleicht türmen sich lediglich gewaltige Wolken auf, die ein heftiges Gewitter als unausweichlich erscheinen lassen, das am Ende doch vorüberziehen wird. Was wissen wir schon? Sind wir auch bereit für ein Wunder? Für das Wunder? Sind wir bereit zu schauen, in fragender Haltung zu verweilen, ohne uns in irgendeinem sicherheitgebenden Glauben zu versteifen? Sind wir bereit, auf alle Sicherheiten zu verzichten und mit der Vision der Liebe zu gehen, ihr ihre eigene Entfaltung zu lassen? Wird uns die Liebe in The War on Consciousness schicken oder einspannen für eine unmittelbare Entfaltung ihrer Vision? Wird die Endschlacht im Krieg um die Entfaltung des Bewusstseins, wird Armageddon unausweichlich sein, oder wird sich die grundlegende Absicht im Universum, die eine Intelligenz auf andere Weise offenbaren wollen? Sind wir bereit, der Liebe willenlos zu folgen, uns von ihr an die Speerspitze der Revolution berufen zu lassen? Sind wir bereit? Wenn man nicht tut, was keineswegs bedeutet, nichts zu tun, entfaltet sich das Schicksal ungehindert. Wenn es ungestört geschehen kann, wenn man auch selbst etwas ist, was im Nichttun einfach geschieht, faltet es sich in Schönheit und Harmonie auf. Sobald man im Sinne von Widerstand gegen das, was geschieht, oder im Sinne von Wollen, was nicht geschehen will, zu tun beginnt, stört man das natürliche Geschehen des Schicksalhaften. Dadurch wird es hässlich, kompliziert und konflikthaft. Verharrt man aber in Nichttun, geschieht alles von selbst wie ein Wunder. Man selbst geschieht wie ein Wunder. Wird nicht das Wunder in dieser Welt in allem spürbar sein, wie immer alles sich gestalten will? Ist nicht die Liebe, die unser Fragen schließlich am Urgrund im eigenen Innern aufspürt, selbst das Wunder? Ist es nicht Zeit, dieses Wunder zu würdigen, das Wunder unserer Existenz, mit oder ohne Kalaschnikow, so wie immer sie, die Liebe, es befiehlt? Wir sind doch gekommen, um die Welt zu verändern, geschickt worden, um sie zu erneuern, zum Frieden hin zu erneuern. Wir wollten doch, bevor wir hier inkarnierten, der Vision der Revolution zum Durchbruch verhelfen. Eine Erde, eine Menschheit erblüht in Frieden, Liebe und Schönheit hervorbringen. Es scheint unmöglich zu sein.
wird der Liebe für immer lediglich die Möglichkeit bleiben, sich in einem ewigen Tanz um die Verrücktheiten und Neurosen anderer zu drehen, so dass sie sich wenigstens nicht darin verwickelt. Wir erschlaffen, resignieren wie Arjuna vor dem Kampf, der die Erneuerung erwirken soll. Aber wir sollten ihn führen. Wir sollten dem Wunder zum Durchbruch verhelfen. Wir sollten wollen, müssen, dürfen, es zu tun. Wir sollen leuchten. Wir sollen die Liebe sein. Wir werden es vollbringen. Die vereinigten Psychonauten, welche die Erde bevölkern, verzichten nun doch darauf, die Kalaschnikow zu ihrer neuesten Droge zu erklären, höre ich in den Abendnachrichten. Abgewendet wurde diese Bedrohung durch den Umstand, dass sie von einem Wunder überwältigt und besänftigt wurden, so dass sie ihre ursprünglichen Pläne vergaßen und fallen ließen. Die unsinnige Zuordnung ihrer schamanistischen Sakramente zu den verbotenen Betäubungsmitteln wurde nämlich unerwartet weltweit korrigiert, ihre Unschädlichkeit im Vergleich zu den bürgerlichen Drogen, Alkohol und Nikotin endlich anerkannt und der Zugang zum Heilpotenzial der vieltausendjährigen Tradition des Schamanismus, der durch unstimmige Gesetzesvorschriften für 50 Jahre vorübergehend unterbrochen wurde, für alle Menschen wieder zugänglich gemacht. Soweit die Abendnachrichten. Auch dies ein Wunder, das leider nur meiner hoffnungsschwangeren, hoffnungslosen Fantasie entsprungen ist. Soweit die Geschichte. Wenn ich da im Waldhaus bin, da hat es viele Tannen und alle Tannen machen an der Spitze viel zu viele Dammzapfen. Das machen sie, weil sie unter Stress stehen. Es geht ihnen wie den Fischen. Man merkt, es stimmt nicht mehr, das kommt nicht gut. Wir müssen uns noch fortpflanzen. Der Fisch im Traum hat mir gesagt, mit letzter Kraft hat er versucht, den anderen zu retten. Sein Herz war so voller Mitgefühl, es hat so aus seinen Augen gestrahlt. Und er hat mir gesagt, ja, es geht dir nicht anders als den Bäumen. Oder ich weiß nicht, ich habe kürzlich gelesen, in den letzten Jahren hat das Artensterben um das Hundertfache zugenommen. Und erstaunlicherweise sagen Wissenschaftler, eine Art, die besonders vom Aussterben bedroht ist, ist der Mensch. Man würde es nicht denken, weil wir werden ja immer mehr. Aber es kommt dann wahrscheinlich plötzlich. Und ja, wenn man sensibel ist, spürt man das. Es geht einem wie einem Baum oder wie dem Fisch, da irgendwie kann man nie mehr ganz gesund sein. In dieser Atmosphäre kann man nicht ganz gesund sein. Und was tut man dann? Trotzdem voller Mitgefühl das tun, was zu tun ist. Ja, eben. Der Fisch hat auch gesagt, schau doch mit den Leuten das mal an. Wie ist das, können wir hier Frieden erzeugen zusammen? Zusammen friedlich sein. Das tun, was nötig ist, damit wir durch und durch friedlich sind. Und das dann in die Welt tragen. Und lernen, das überall zu tun, hinzustehen dafür. Probiert das. Bevor wir das tun, wir haben noch eine Stunde, machen wir aber zwischendurch noch eine Musik.
Ja, dann wollen wir das mal versuchen, miteinander zu reden, so wie der Mann da gerade gesungen hat, dass dabei ich bin in dir und du bist in mir, dass das stattfindet, dass das da ist, weil sonst hat Reden keinen Wert, dann schweigt man besser, es gibt schon genug von dieser Art Reden. Sollen wir es probieren? Dann sagt doch, was euch bewegt. Da, ja. Ja. Ist das an? Ich möchte, bevor ich sage, was mein Anliegen ist, mir erstmal die Erlaubnis einholen, von euch wirklich provokativ sein zu dürfen. Und ich, insbesondere, weil ich euch als sehr verletzlich erlebe oder zerbrechlich oder so, und wirklich fragen, darf ich auch etwas sagen, was vielleicht verletzend sein könnte? Du fragst uns? Ja, euch. Ja, ja, du darfst alles. Fühl dich frei. Okay, danke. Ich empfand euren Vortrag als extrem unlebendig und euch beide als sehr, sehr zwischen, um ein Bild zu sagen, wie zwischen den Welten, nicht wirklich da, nicht in der Kraft, nicht präsent, nicht mit uns. Und ich will nicht für alle sprechen, es sind einige auch rausgegangen. Und es wie auf Drogen. Oder zwischendurch hatte ich das Bild von, ich war mit meiner Mutter, mit meiner Urgroßmutter früher in der katholischen Kirche, und da gab es so eine Litanei. Über Stunden. Und diese Art von Unlebendigkeit, nicht greifbar, nicht da sein, die berührt mich ganz tief. Ich bin sehr aufgeregt, ich bin total energetisch und es ist so ein Bedürfnis zu sagen, hey, kommt runter, das Leben ist da, das Leben kann stattfinden. Und in einem aufgewachten Sein gibt es auch eine Lebendigkeit hier und jetzt und das, was ich da höre, aber vielleicht kann die Liebe dies und vielleicht kann sie jenes. Und vielleicht das, und diese Frage, für mich ist das so verloren, so unglaublich verloren. Und der Raum, den das aufmacht, das ist wie so ein Trost für alle Verlorenen. Alle Verlorenen dieser Welt kommt zu uns und ihr bekommt Trost. Aber dieser Trost macht mich wütend, macht mich aggressiv. Ich will so einen Trost nicht haben. Wenn ich glaube an die Möglichkeit, hier und jetzt wirklich, wirklich ein Miteinander zu erleben, mit der Kraft, mit dem Körper, mit unserer Energie. Und ich verzichte auf so eine Art von Trost. Ich verzichte darauf, ich möchte sie nicht. Und ich gehe sehr gerne in die Stille und ich liebe die Stille. Aber die Stille ist für mich kein Festhalten, ein oh, bitte, 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 gib mir einen Tropfen Wasser, damit ich irgendwie noch irgendwie einen Tag länger leben kann. Sondern die Stille, die nährt mich wirklich. Die Stille, die gibt mir Kraft und die Stille genauso wie mich ein authentischer Kontakt wirklich nährt. Und das, was ich von euch gehört habe, das nährt mich nicht. Das ist wie, ich kann es so wiederholen, wie eine Droge oder wie ein Almosen. Oder wie etwas, ja, es gibt nichts. Wir sind alle verloren. Wir sind alle verloren. Und wenn wir eng zusammenrücken, tut es nicht so weh. So, ich bin auch gleich zu Ende. Und ich mute euch das nur deswegen zu, weil ich auch weiß, es gibt sehr viele Menschen hier, die euch sehr mögen. Und ich möchte einfach mal eine Gegenstimme in den Raum werfen. Danke. Ich bin der Meinung,
wenn man sich zeigt. Und einfach, da passiert ja immer was, was hier passiert ist. Man kann jemanden einladen, aus meiner Sicht, sowas auszusprechen, und du kannst immer sagen, was du möchtest. Weil die Erlaubnis zu geben, quasi zu verletzen, das möchte ich persönlich nicht. Und was ich so höre, lässt sich natürlich nicht stoppen. Und ich denke, dass jede kritische Stimme hier gehört wird. Und das ist ja das Tolle hier, dass der Raum geschaffen wird. Und das ist etwas, wo man hinspüren sollte, was wir initiieren auch und wo wir irgendwo den Rahmen geben. Das wäre für mich ja etwas, was wichtig ist, dass wir was anschauen können, sowohl das, was jetzt gerade ausgelöst wurde, aber sicherlich auch das, was ihr zu sagen habt und was ihr auch ausstrahlt. Diesen Raum und danke für den Mut, sich verletzen zu lassen und danke für deinen Beitrag. Ich merke, ich bin ganz aufgeregt und die Worte sind noch nicht ganz da. Der Konflikt, der in mir entsteht, ja, einerseits zu spüren, was ihr beigetragen habt und eine zweite Ebene zu spüren, wie es sich anfühlt oder was es auslöst. Und für mich gibt es dann noch etwas Drittes, was es mit mir macht und damit total ins Ja zu gehen. Ja, also ins Ja zu gehen, was es mit mir macht. Diesen einen Aspekt zu hören mit der Litanei und so, ja, das darf da sein und ich fühle das und das kriegt mein Ja und die Aufregung kriegt mein Ja und euer So-Sein kriegt mein Ja und da drin merke ich, kommt da kommt was sehr Lebendiges und ich bin gerade sehr dankbar für, dass es genau so ist, wie es gerade ist. Und für den Raum, der sich da geöffnet hat. Also, was ich jetzt spüre, ist, ich bin auch sehr aufgeregt und auch sehr traurig. Also für mich ist das ein großes Erlebnis, dass Samuel und Danielle nach Berlin kommen, weil ich finde, sie machen eine wunderbare Arbeit. Ich durfte sie kennenlernen und mich macht es immer ganz betroffen, wenn ich mit meinem Erlebten, was ich erlebt habe in den Seminaren und wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin, was es heißt, verbunden zu sein und in Mitgefühl zu sein und in Liebe zu sein. Und wenn ich sehe, die zwei kommen hierher, sie wissen nicht, was sie erwartet hier und also mir fehlt so, also das Wohlwollen und ich spüre, sie kommen mit großem Wohlwollen hierher und wollen uns was zeigen und uns die Liebe, ja, die Liebe bringen und zeigen, wie es funktioniert, dass wir in Verbindung treten miteinander. Und ich spüre auch, wie das passiert, wie die Energie stiller wird und man berührbarer wird. Also ich werde berührbarer.
Und ich spüre auch die Sinnlosigkeit da drin irgendwie, dass es eh sinnlos ist, in dieser Welt für die Liebe einzustehen und so. Und ich spüre auch, wie das, was die zwei uns zeigen wollen, wie schnell das wieder zerschmettert ist. Und das macht mich traurig. Ja. Das ist das, was ich spüre. Also, ich finde das schon sehr spannend, was gerade hier passiert, nämlich ich kenne ja eure Arbeit selber nicht, das hat ja Martin sozusagen vorgeschlagen, weil er ein großer Fan von euch ist und dachte, Mensch, gucken, was jetzt hier abgeht irgendwie. Hier tobt der Bär, du hast ja, oder ihr habt diesen Ruf so ein bisschen. Und war dann erstmal, also diesen Text, den ihr vorgelesen habt, der ist wie gesagt im Buch und den finde ich wirklich total toll. Und war dann aber sehr, wie soll ich sagen, war fast ein bisschen schockiert, dass es so vorgelesen wird und habe dann aber gemerkt, dass auch das mit den Fischen, was ihr erzählt habt und so, ich glaube, ihr wisst sehr genau, was ihr da macht. Das ist jetzt keine Hilflosigkeit oder so, aber dass die Fische jetzt hier blau und gelb sind und das ist alles ziemlich abgestimmt nach meinem Eindruck. Oder es ist ein reiner Zufall, keine Ahnung. Mir sieht das eigentlich eher aus wie ein Stilmittel, dass es wie eine Provokation halt wirkt. Ja, und man muss ja schon sagen, dass es uns wachgerüttelt hat, so ein bisschen. Kann ich gar nicht. Ja, sozusagen Streit zu inszenieren, ohne schuld zu sein, das finde ich ganz interessant. Kann ich gleich weitermachen, Roman, oder bist du fertig? Also ich hatte auch das Gefühl, es geht jetzt hier los. Ich habe mich genauso gefühlt wie Malou, aber ich hatte das Gefühl, jetzt wird schon gestritten, bevor es eigentlich losgeht, weil das klang für mich alles nur wie eine Einführung, die für mich viel, viel kürzer hätte sein können. Und ich wollte jetzt eigentlich fragen, ja, wie geht's denn jetzt, dieses Du in mir und ich in dir? Also, weil ich finde, ihr wirkt so als Paar so total harmonisch und diese ganze Geschichte mit der Hütte im Wald, das klingt so wie abgezirkelter Kreis, in dem alles in Harmonie ist und da kann Liebe entstehen. Und jetzt wollte ich einfach fragen, was sind denn eure Anregungen jetzt für den größeren Kreis? Das habe ich noch nicht verstanden. Ich hatte das Gefühl, jetzt geht es erst los und jetzt streiten wir schon. Und ich würde gerne wissen, was bringt ihr da für uns alle und für die Welt? Genau. Und so. Also darauf warte ich ja. Also bis jetzt ja, haben los, wir, bitte. Bis jetzt haben wir Statements gehört, aber ich hoffe natürlich darauf, dass jemand mit mir spricht. Dann würde ich auch mit dir sprechen. Ich stelle mich auch gern zur Verfügung, mit dir zu sprechen, nur ich hatte keine konkrete Frage. Also es ist nicht, dass ich nicht mit dir sprechen würde. Also eben, ich fühle dich und dich auch, aber bis jetzt habe ich mich nicht angesprochen gefühlt. Das war nicht ich. Oder das, worüber du gesprochen hast, die kenne ich nicht. Aber ich würde es spannend finden. Worüber würdest du denn gerne sprechen mit mir? Also ich würde vielleicht noch teilen wollen, dass es mir damit, dass ich einfach sage, wie ich es erlebt habe, dass mich das sehr aggressiv gemacht hat und auch warum das so war, also wie ich das interpretiere, dass mir das gut tat, mich so zu stellen. So. Obwohl ich gewusst habe, dass das polarisiert. Und ich dachte, es ist okay, weil ihr so eingeleitet habt, dass ihr üblicherweise die seid, die provozieren oder Konflikt auch mal suchen und nicht dem aus dem Weg gehen. Und dann fühlte ich mich auch angesprochen, wenn sowas auftaucht, das auch auszudrücken. Und das fühlte sich gut an, weil ich habe gesehen, dass immer mehr Leute rausgingen, gerade um mich rum. Und ich dachte, nein, ich will nicht rausgehen. Ich setze mich dem aus und ich bleibe,
auch wenn es unangenehm ist und schaue, was das mit mir macht und bringe das auch mit in die Runde, weil ich in der Runde auch sein möchte mit dem, wie sich's anfühlt. Ja, aber konkret, über was willst du denn sprechen oder dich mit uns austauschen? Jetzt erzählst du über dich, okay. Aber ich habe nicht den Eindruck, zusammen, dass ihr mir helfen könnt. Oder dass das geht nicht, hätte, das wo geht, ihr mir helfen solltet. Das geht nicht darum zu helfen, sondern zusammen in einen Austausch zu kommen, weil okay. Ich wüsste nicht, wie Frieden entstehen gut. Sollte, wenn man nicht zusammen da ankommt, okay. In einem Herzen, in einem Geist, und dafür müssten wir uns zuerst mal überhaupt treffen. Ganz Konkretes, was ihr gesagt habt und was Sarah gesagt hat, was immer wieder so durchkam, ist, oh, die Welt ist so schlecht. Und hat das überhaupt Sinn, dann überhaupt in die Liebe zu gehen? Und ja, wir horten uns zusammen und das ist so schön. Und in diesem Workshop, dann finden wir Verbundenheit und dann wird die schöne Musik gespielt und so weiter. Und ich sehe das anders. Für mich ist nicht die Welt da draußen so schlecht. Es ist nicht der Fall. Ich gehe in die Welt rein. Ich setze mich auseinander mit all dem, was hier stattfindet, und ich würde genauso mit einem IS-Kämpfer mich auseinandersetzen wie mit keine Ahnung, mit irgendeinem jungen Nazi oder jemand, der bei der Pegida ist. Und diese Art von die böse Welt und wir machen es uns schön, die finde ich so, ich fühle mich persönlich damit angegriffen, wenn sowas gesagt wird. Ich bin alles, ich bin liebevoll, ich bin gütig, ich bin aggressiv, ich bin mal wertend, mal umarmend und auch mal böse, ja. Und es ist auch schön, wenn man mich darauf hinweist, dann sage ich, oh hoppla, war vielleicht gar nicht meine Absicht, so. Aber dieses, wir sind hier, also ich kann es nur wiederholen, wie in so einem Nebengleis, ja, wie so... Wie seht ihr das? Ihr trefft euch da in so Gruppen und tröstet euch. So kam es für mich rüber. Ei, und dann, keine Ahnung. Also, ich sehe, dass du mich nicht verstanden hast. Dass du mich nicht siehst. Hast du den Eindruck, dass du mich verstanden hast? Ich glaube, ja. Ich habe verstanden, dass das Verlorensein, das tatsächlich in der Welt ein enormes Ausmaß hat, nicht in dir Platz hat. Dass dich das wütend macht, das habe ich verstanden. Ja. Damit fühle ich mich jetzt nicht verstanden, aber ist okay. Jetzt möchte ich was sagen. Ja. Ja. Also ich fand es rundum schön bis jetzt. Und ich hatte so das Gefühl, ihr habt ein Geschenk mitgebracht und jetzt wollt ihr es mit uns auspacken. Und ich fände es schade, wenn wir die verbleibende Zeit verquatschen irgendwie so. Was beschäftigt dich denn so, wenn du dich diese Frage stellst? Also es ist ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich beschäftigt das sehr viel, diese Frage, wie können wir zusammen ein friedlicheres Zusammensein, eine friedlichere Welt gestalten? Wie kommt Frieden in unser Zusammensein und in die Welt? Und wie oder wo beschäftigt dich das? Oder wie gehst du konkret damit um, wenn du das als Herausforderung nimmst? Also ich habe den Fokus eigentlich meistens auf dem, was bei mir gerade präsent ist. Also ich mache mir über die Welt relativ wenig Gedanken. Ich habe den Fokus meist auf dem, was bei mir im Moment gerade da ist. Und meistens bin ich mit den Dingen im Frieden. Und wenn ich nicht im Frieden bin, dann in Anführungszeichen versuche ich, damit in Frieden zu kommen und damit das einfach da sein zu lassen. Aber ich tue jetzt selten versuchen, im Außen irgendwelche Sachen zu machen, dass da irgendeine Vorstellung von Frieden entsteht, wo in meinem Verstand vielleicht ist, dass das und das anders sein sollte. Sondern wenn ich sehe, da sind irgendwelche Konflikte, ist bei mir relativ selten der Impuls, irgendwo da für Frieden zu sorgen. So, ich gucke halt, dass ich mit der Geschichte in Frieden bin.
Also jetzt hier zum Beispiel, also eben wo immer ich bin, ist mir ein Anliegen, dass eine friedvolle Stimmung entsteht, wo man sich verständigen kann, austauschen kann, weil mir geht es dann gut und den anderen geht es gut. Und das ist dir sicher ein Anliegen auch, oder nicht? Das ist mir auch ein Anliegen, ja. 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 Und wenn genau. du dann hier bist, jetzt machen wir es ja gerade sichtbar, oder? Eben wo Menschen sind, da wird gestritten. Überall, oder? Ja. Weißt du einen Ort, wo nicht gestritten wird? In der Kirche. Dort sehr viel. Fällt mir jetzt spontan kein Ort ein, wo nicht, nie irgendwie, und wenn es nicht ganz subtil ist, irgendwie gestritten wird. Also, ich finde schon, man muss eben das ausstreiten, was es zu streiten gibt. Das Problem ist, dass immer gestritten wird, aber es wird nicht ausgestritten, nicht bis zum Ende gestritten, wo man dann sich wieder findet, oder? Also ich würde das einfacher finden. Ich habe ja persönlich ein sehr schönes Leben, also wunderbare Beziehung, wunderbarer Beruf, alles ist eigentlich so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Und ja, als Jung war das für mich eine enorme Verlockung, mich damit einfach zurückzuziehen. Meine kleine heile Welt, wunderbar. Und irgendwie ging das aber nicht. Das ist ein Auftrag, eine Aufgabe. Also solange es nicht jedem gut geht, fühle ich mich oder uns zusammen nicht gut geht. Und mit der Welt meine ich auch hier jetzt. Das ist für mich gerade die Welt, wo immer ich gerade bin. Und ja, da würde ich mich schuldig fühlen oder nicht gut fühlen, mich damit abzutrennen. Es würde mir dann ja auch auf Dauer auch nicht mehr gut gehen damit. Ja, also ich würde es auch nicht sagen, dass ich mich abtrenne sonst, und dass ich nie irgendwas unternehme. Sonst hätte ich das Mikrofon ja gar nicht genommen. Also wenn der Impuls ist, was zu machen, mache ich schon was. Ich möchte meine Wahrnehmung teilen mit euch, dass ich ganz viel gerade sehe, was passiert. Ich kenne euch nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe mich nicht informiert. Ich habe mich auch nicht informiert, was wirklich hier stattfinden soll, sondern ich bin einfach einem Impuls gefolgt. Als ich den Flyer gesehen habe, ich habe gedacht, ich muss hierher, ohne zu wissen, warum, und habe mich gefragt, was mache ich hier, als das heute Morgen da so mit Satsang war und alles ist immer und sowieso gut und es gibt überhaupt nichts zu tun. Und das ist total schön, ich kann diese Haltung ja, genießen, ich kann mich da rein entspannen und trotzdem war ich sehr glücklich, euch zu hören. Weil es eine Resonanz in mir gibt, nicht weil ich immer jammere, ja, wie schlimm die Welt ist oh Gott, und es muss das gerettet werden, sondern weil ich mich tatsächlich verbunden fühle mit allem und weil es mir selbst Leid verursacht, wenn ich Leid um mich herum sehe oder sehe, dass da irgendwo irgendwas in Dissonanz ist, wo ich weiß, es könnte in Harmonie sein und es wäre dann ganz anders. Und ich habe mich vorhin gefragt, als ihr euch hingesetzt habt, was ist mit euch? Also mir kam es vor, als seid ihr irgendwie, als fühlt ihr euch nicht ganz wohl oder nicht ganz entspannt. Im Nachhinein verstehe ich das, weil es ja scheinbar hier irgendwelche grundsätzlichen Szenen oder irgendwelche Dinge gibt, ja, die bekannt sind und nur mir nicht bekannt sind. Und ich sehe eben, wenn Menschen sprechen, fühle ich die Menschen, also so wie da oben, da kann ich sehen, was da ist.
also was da ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es mit euch viel zu tun hat, sondern wenn jemand seine Meinung sagt über irgendwas, dann habe ich das Gefühl, dann ist es, zeigt es ganz viel von diesem Menschen. Mhm. Und das finde ich also schön, da bin ich auch dankbar dafür. Und was mich berührt, ist dieses, kannst du mich sehen, kannst du mich hören oder willst du irgendwie was loswerden, wo du dir nicht traust zu sagen, ich zeige mich, sondern wo du es verpackst in was, ich sag dir jetzt mal, wer du bist. So, und das ist was, was ich hier irgendwie so wahrnehme und wo ich denke, huch, schön von sich selbst zu sprechen und ich kann euch gut sehen und ich bin sehr dankbar für den Raum jetzt hier. Dankeschön. Also das ist so wie unter der Lupe, was ich hier sehe. Wie Frieden oder Nicht-Frieden oder was ist? Für mich war das, sie hat von sich geredet, nicht was du bist, habe ich gehört. Ich sehe, dass jeder hier jetzt in der kleinen Runde, also ist ja noch ganz kurz, was gesagt hat. Da habe ich gehört, Streit. Mit Streit fängt der Frieden an. Nicht Kirche. Kirche ist kein Streit. Sie hat was gehört von Kirche. Ich habe was gehört von Streit. Das ist, wie der Frieden eben nicht ist. Jeder hört etwas, jeder sieht etwas, jeder denkt etwas und tut etwas. Zerschmettert. Sie hat erlebt, zerschmettert. Ich nicht. Ich habe gejubelt. Da kommt einfach was raus. Das ist wie der Bach da. Das springt daraus. Harmonie ist ganz gefährlich. Das ist ja genau das. Für dich ist Harmonie, für mich ist Harmonie, für sie ist Harmonie Kirche oder was? Ist das schlecht, ist das gut? Das ist das, wo das Problem vielleicht ist, wenn es überhaupt Probleme gibt. Wir glauben daran, sie glaubt daran und dann ist etwas zerschmettert. Das haben wir hier, der Hu hat das ja super gesagt heute Morgen. Eigentlich hat er schon alles gesagt. Also nach dem ersten Satz oder nach dem zweiten Satz habe ich gedacht, jetzt kann ich wieder gehen. Ja. Respektlos. Ich finde, du bist ständig respektlos. Das ist, wir machen es nicht zu Ende. Zack, zack, zerschmettert. Zack, zack, zerschmettert. Oder irgendwas halt. So, und, aber es geht nicht, und das ist, wie ich mein Leben erlebe, darunter, das tut mir am meisten weh, halt, dass es eben nicht zu Ende ist. Der Kontakt wird dann abgebrochen. Bap, bap. Und dann, ich verstehe das nicht. Das macht mich fertig. Alles ist nicht zu Ende. Christian Meyer hat immer gesagt, der Verstand halt, der denkt ständig und der plappert es ständig. Aber wir denken nicht zu Ende. Das fand ich sehr gut. Und so ist es mit dem Frieden. Mach doch mal was vor mit dem Streit, wie das geht. Also, ich kenne die beiden ja nur ganz kurz. Und mir ist jetzt hier einfach aufgefallen, dass ich so das Gefühl habe, wir sind hier überhaupt nicht im Frieden. Wir sind nicht in der Gemeinschaft.
jeder ist irgendwie für sich, jeder kämpft irgendwo für sich. Und meine Frage an euch, wie empfindet ihr jetzt gerade die Stimmung hier? Weil ich fühle mich gerade überhaupt nicht wohl. Es ist so ein, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich könnte nicht sagen, dass ich mich nicht wohl fühle. Wir sind noch nicht durch, wir werden auch nicht durchkommen, das erwarte ich ja auch gar nicht. Aber wir sind im Kontakt, da bin ich schon zufrieden. Auf dem Flughafen ist man nicht im Kontakt. Das stimmt. Wir machen Kontakt. Das ist im Kontakt gut. Sind wir und ich. Also ich habe zumindest gerade viele in der letzten Stunde, viele Menschen getroffen, viele Blicke, also vielen Menschen in den Augen begegnet. Das ist selten. Also wenn man so durch die Welt läuft, durch die Stadt läuft, durchs Dorf läuft, trifft man nicht sehr viele Menschen so in den Augen, im Fühlen, und das finde ich immer ganz schön, wenn das möglich ist. Und ja, dass wir da zusammen sitzen und irgendwie ringen darum, wie wir da zusammenfinden könnten. Also eben, mir geht es auch so, wenn es schon so weit ist, dass man zusammen ringt darum, das finde ich die Hauptsache. Also dann macht es für mich Sinn, da zu sein. Okay. Danke. Ich finde es sehr, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, ohne dass es jetzt so platt oder offensichtlich rüberkommt, aber ich finde es so schön, wie ihr aus diesem, wie genau zu dieser Frage kommt, okay, was spricht mich denn an oder wann sprichst du mich an und wann ist eigentlich ein Kontakt da? Und als wäre das wirklich wie der Anfang von irgendetwas. Ja. Und auch dann eben genau diese Frage von, naja, was tun wir denn, um Frieden zu schaffen? Oder was tun wir denn eben in Gemeinschaft, um Kontakt herzustellen, einfach untereinander so? Und genau, und ich bin sehr beeindruckt, wie ihr diesen Kontakt in diesem, aus diesem entstehenden Chaos heraus schafft in eurer Präsenz, die sowohl fragil ist, als auch irgendwie eine stabile Gelassenheit hat. So. Und dass das dann so knallig irgendwie werden kann. Ja, so gelb eben. Und ich frage mich, was ich tue, um sowas herzustellen. Auch in, also eben genau diese Frage, was versuchen wir, was tun wir in einer Situation, um Frieden herzustellen? So. Und das und sowas versuche ich eigentlich oft. Und es klappt halt nicht immer. Und also es gibt ja Leute, die stehen da drauf, und es gibt Leute, die stehen da überhaupt nicht drauf irgendwie. Und dann frage ich mich, was mache ich denn da so? Also genau dieses Jahr, wie gehe ich dann weiter? Also oder gehe dann in eine Resignation oder in einen Achselzucken oder eben das Akzeptieren, von dem wir dann immer reden. Aber was macht denn ihr? Das kommt irgendwie darauf an, auf die lebendige Situation. Manchmal spürt man, da macht es keinen Sinn. Also man zwingt niemanden oder man lässt das stehen, wenn jemand nicht will. Und in anderen Situationen schüttelt man den anderen. Man beginnt Streit, dass man tritt ihm auf die Füße, sodass dass eine Antwort kommt, oder?
kann man nicht, es gibt kein generelles Rezept. Es ist immer der Augenblick, der darüber entscheidet, was angebracht ist. Ist ein Gefühl oder ein Impuls, einander Meinungen um den Kopf zu schlagen, so wenn es nur um Rechthaberei geht, das macht keinen Sinn. Eben, da werde ich still und warte. Aber was schon gut ist zu verstehen, ist, also oft ist Chaos unvermeidbar, um dann zur Einheit zu finden. Wenn man sich verloren hat, wenn man sich entfernt hat voneinander, wenn man sich nicht mehr versteht, dann geht das zuerst durchs Chaos und das mögen wir halt, also viele von uns mögen das halt nicht. Und das braucht es aber. Das ist dann auch ein Liebesdienst aneinander. Also was mich die ganze Zeit schon beschäftigt, also es irgendwie wird ständig davon ausgegangen, dass kein Frieden ist, aber also ich, wo ist denn hier der Unfrieden? Also hier meinst du jetzt oder in der Welt? Hier in diesem Raum, also hier wird immerzu davon gesprochen, Frieden zu schaffen und da kommt bei mir jedes Mal so ein Kotzimpuls, weil... Also im Moment ist es gerade ziemlich friedlich, finde ich auch, ja, finde ich auch, ja. Ja, aber an der also du sprichst ach, vielleicht von verschiedenen Dingen, also Frieden ist immer da als Wesen, ja, wie Liebe auch immer da ist. Dann geschaffen werden. Nur, ja, erwacht sind nicht viele dafür. Also, dass die Liebe als Wesen immer da ist, ja, das ist eine Wirklichkeit, aber für die Liebe erwachen ist etwas ganz anderes. Also, die meisten Menschen sind ausgeschlossen, da schließen sich aus davon und auch, wenn ja, du schaust, die meisten Menschen sind sehr konflikthaft in sich drin. Nein, das ist so ein Reden über irgendwelche Menschen, irgendwelche... Ja, ja nein, dann fühl doch. Man weiß doch. Das aus Lebenserfahrung, also ich brauche zwei Sätze zu sagen, zu dem oder zu der oder so, und wir haben den Rest des Lebens Streit. Würdest du das einstecken, was ich vorhin da gehört habe? Normalerweise gibt es Streit, oder? Das hat überhaupt keine Bedeutung. Also, selten nee, ist jemand fähig, etwas einfach zu nehmen, was ein anderer sagt. Ja, der will das sagen. Okay, haben wir hier, ja. Wie gesagt, wurde gar nicht so viel zu tun. Also wenn das für dich die Wirklichkeit ist und du darin ruhst, ist das ja schön. Aber ich fühle in den meisten Beziehungen etwas anderes. Auch so, aber ich merke jetzt, immer dieses Bemühen, irgendwas herzustellen. Und jetzt kriege ich gerade total live vor Augen geführt, wie sinnlos das ist, ja. Und dass es auch gar nicht notwendig ist. Also da bin ich echt dankbar. Das berührt mich. Er wollte auch noch. Also Frieden ist ja für mich nicht konfliktfrei. Also es kann ja auch Frieden kann es oder muss es Konflikte geben. Ohne Konflikte geht das gar nicht. Mir ging das die ganze Zeit so, ich kenne euch auch gar nicht, dass ich gar nicht wusste, was passiert eigentlich. Ich hatte nur die ganze Zeit das Gefühl, ich werde geführt irgendwie, irgendwohin. Und dann endete das darin, dass gesagt wurde, sagt mal was jetzt. Also ich war irgendwie so lost in space. Ich habe nur gedacht, okay, irgendjemand muss einen Plan haben, wie das jetzt hier weitergeht. Ne? So, also nur so als Feedback. Ne? Mhm. Also noch mal eben, grundsätzlich kommt jetzt so langsam raus, was, worum es geht. Und das finde ich auch sehr wertvoll. Aber es wäre nicht schlecht gewesen, wenn man gleich gewusst hätte, wohin der Hase läuft. Ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung. Jetzt so langsam klärt sich das auf. Der liebe Gott sagt mir blöderweise auch nie, worum es geht. Ich muss es immer selber rausfinden. Ich würde auch gern noch fragen, wie führt ihr denn Konflikte? Nochmal. Wie führt ihr denn Konflikte? Wie führt man einen Konflikt? Führen. Ja, also wie?
Ja, ich glaube auch, wieder, man kann es nicht grundsätzlich beantworten. Das ist ein sehr lebendiger Prozess. Es gibt mal eine Situation, wo du jemandem etwas einfach vor den Kopf knallen musst. So, paff, jetzt hör dir das mal an oder jetzt habe ich mal was zu sagen. Aber es gibt auch Konflikte, die sehr sanft und sehr langwierig, geduldig geführt werden, wo man einfach eine Stille, also wo man sich nicht verwickelt, wo man stehen bleibt, wo man den anderen abprallen lässt an seiner Nichtreaktion oder an seinem Nichttun. Aber ja, es ist ein halt in Beziehung sein und von Moment zu Moment fühlen, was gerade gefordert ist. Also mit Konzepten geht das nicht wirklich. In gewissem Sinne im Prozess des Erwachens kommt man ja auch irgendwann dahin, wo man sich verantwortlich fühlt. Für alles, für jeden, für alles, was einem begegnet. Für die Welt letztlich. Und das, das ist zuerst erschlagend, aber dann bewirkt es auch eine große Geduld in einem. Also da muss man sich echt Zeit nehmen. Also wenn ich der bin, der alles aufräumen soll, was auf der Welt nicht in Ordnung ist, dann muss ich da einige Millionen Jahre, tausend Jahre oder ich weiß nicht was, Zeit haben. He? Und das macht dann auch einen Frieden in einem. Einen Frieden. Einen Frieden, Pax. Ich bin damit in Frieden. Ja, so, ja und Mitgefühl. Mitgefühl ist ganz wichtig. Wenn mir das Mitgefühl abhanden kommt in einer Auseinandersetzung, dann ist Zeit, sich zurückzuziehen, allein zu sein, ganz wieder in die Tiefe zu finden, weil eben Konflikt führen ohne Mitgefühl ist, führt bestimmt in eine Sackgasse, in ein verwickelt sein. Und also, dass du darin immer das Anliegen des anderen spürst oder das, die Not des anderen. Konflikt drückt ja immer eine Not aus. Ja, ich würde gerne nur noch mal weiter nachhaken bei diesem einen, diese eine Frage des Verantwortung übernehmen. Ja. Inwiefern das denn sinnvoll ist und auch was denn die Intention in dem Konflikt ist, ist es in Kontakt zu bleiben? Eins zu sein. Ja, es geht ja nicht um ein Helfersyndrom oder so. Es geht ja darum, dass du, wenn du erwachst dafür, dass wir eine Energie sind und ja nicht nur die Menschen, alles, die ganze Existenz, dann bist du das ja auch. Und dann ist das in dir auch eine Not und auch ein Schmerz und auch ein Getrenntsein, wenn ein anderes Wesen getrennt, abgetrennt ist und dann da ist das eben eine Verantwortung, eine Aufgabe, ein Selbstverständnis auch. Das ist da, genau. Also was ist da Verantwortung? Also eben, es hat halt etwas mit Erwachen zu tun, wenn jemand erwacht dafür, so dass er nicht ich spürt, sondern wir spürt, dann was soll er machen? Er spürt einfach überall, wie es sich anfühlt, oder? Also ist er kann dem gar nicht ausweichen, dafür die Verantwortung. Ja, genau. Ja, das ist Verantwortung. Das ist Verantwortung. Das ist Verantwortung. Ja. Es geht einem etwas an. Man kann sich nicht entziehen. Ich, ja.
Ich habe eine Frage. Was? Zur Selbstliebe. Also da bin ich gerade so an dem Punkt. Also dass ich auch so denke, dass es ja eigentlich immer bei mir selbst anfängt. Und ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, aber mir hat auch mal ein Lehrer gesagt, dass es nicht, dass es Quatsch ist, aber dass es nicht so wichtig ist. Ich habe das dann auch eine Runde losgelassen, aber jetzt bin ich wieder an dem Punkt, dass ich denke, die Liebe fängt doch in mir an. Und das muss ja gar nicht so klein und egozentrisch sein, es kann ja auch ganz groß sein. Also ich glaube, wenn ich irgendwie von innen heraus strahlen kann, dann kann es ja auch abfärben. Ja, das ist die Voraussetzung. Also wie sollte ich ein anderes Wesen lieben können, wenn ich das Wesen, das ich bin, nicht liebe? Aber vielleicht, es geht ja da vielleicht auch um diese Verwirrung oder um diese Unart, endlos um sich selbst zu drehen. Aber das ist halt nicht Selbstliebe. Was ist dann Selbstliebe? Ja, nicht sich chronisch mit sich selber zu beschäftigen, sondern sich sein zu lassen, keinen Widerstand zu machen zu dem, wo man steht, wer man ist, was man muss, dem Raum zu geben in sich, aber nicht sich darauf zu fixieren. Und habt ihr das gefunden? Ja, wahrscheinlich, ne? Wer ist denn nicht davon? Also ein Ankommen in sich, ein Einverstandensein mit dem, was ist, zuerst mal innen. Also die Selbstliebe, die empfinde ich immer dann, genau wenn ich mit mir im Frieden bin. Also das ist auch dieses Thema, wenn ich irgendwie einfach meine Schwächen und auch wenn es schwierig ist und wenn ich es gerade nicht weiß und so, aber wenn ich einfach so im Kontakt bin mit mir und irgendwie so, ja, mich auch dann gar nicht so intensiv ständig mit mir beschäftige. Und das empfinde ich irgendwie als so ein ganz wichtiges Grundgefühl, also wo ich merke, wo ich dann mehr für die Außenwelt auch präsent bin und dann plötzlich auch andere Sachen passieren. So. Und ja, das finde ich eben wichtig. Also einfach nur so in Frieden sein, in Ruhe, sich selbst in Ruhe lassen, so würde ich das bezeichnen. Ich glaube, wir müssen da langsam ans Ende denken. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja nachher noch ein allgemeines Sharing am 8, oder? Haben wir da noch Gelegenheit, dann weiterzureden? Eigentlich wollten wir noch mal etwas vorlesen, aber ihr habt jetzt da so engagiert mitgemacht, dass wir das lieber laufen haben lassen. Aber eine Musik möchte ich noch spielen zum Schluss. Tschüss.